Servus Jan und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von B360 Talks. Magst du dich zu Beginn einmal ganz kurz vorstellen? Ja klar, hi, ich bin Jan Olschowski, ich spiele bei Borussia Mönchengladbach, bin Torwart. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen erstmal. Perfekt. Was verbindest du denn mit Borussia? Wie sah dein Weg da bisher aus? Ja, mit Borussia verbinde ich eigentlich meinen ganzen bisherigen Fußball-Karrierenverlauf. Also ich habe angefangen als kleiner Junge, ich glaube mit 7 Jahren, habe alle Jugendmannschaften da durchlaufen, bin dadurch auch Fan vom Verein geworden natürlich. Das gehört dann dazu und ja, könnte mir auch nicht vorstellen, irgendwie ja, das bei einem anderen Verein gemacht zu haben. Also das war schon alles richtig so. So der Borussia Park ist mein Zuhause, genau. Also Borussia bedeutet mir Familie und einfach, dass ich mich da wohlfühle. Hört sich doch eigentlich nach dem perfekten Weg an. Wo wir bei dem perfekten Weg sind, wie war denn das Gefühl, du hast gerade eben schon angesprochen, im Borussia-Park so vor der eigenen Kurve, es muss ja bombastisch gewesen sein, oder? Als ich zum Warm-up nur rausgegangen bin, habe ich schon gespürt, so, boah, das ist echt krass heute. So die ganze Nordkurve hat man richtig gespürt, dass die auch alle wussten, was das für ein Tag für mich ist. Und ja, als das Spiel dann losging, muss ich sagen, das ganze Spiel. Ja, klar ist man fokussiert irgendwie auf den Job, den man erledigen muss, aber im Nachhinein, das war schon echt, echt cool, ja, vor so einer Kulisse und mit so einer Atmosphäre da gespielt zu haben. Wie hat denn sich so dein Leben verändert seitdem? Also ist überhaupt was passiert? Hat sich was verändert? Ja, schon. Also ich glaube erstmal ist natürlich die Aufmerksamkeit auf einem viel höher als das, was man vorher gewohnt ist. Gefühlt melden sich natürlich auch alle bei einem, was auch irgendwie cool ist. Auf der Straße wird man halt jetzt ein paar Mal erkannt, so dass es mir jetzt schon ein paar Mal passiert ist. Auch bisher alles cool. Also ne, ich bin da jetzt nicht genervt oder so, sondern man freut sich ja dann auch irgendwie ein bisschen, wenn man auf der Straße erkannt wird. Ist ja ein cooles Gefühl. So, das hat sich verändert. Aber ansonsten sind meine Ziele gleich oder meine Herangehensweise ist gleich. Vielleicht sogar noch mit einem extra mehr Push, weil man halt nochmal das erleben will, was man jetzt erlebt hat. Ja, klar. Naja, so als extra Ansporn kann man das dann natürlich auch sehen. Das ist fantastisch. Gerade Social Media, also ist ja mein Arbeitsfeld und ich weiß schon, wie es ist, auf einem großen Kanal einfach unterwegs zu sein, da ich kann die Notifications gar nicht mehr anhaben. Wie ist das jetzt bei dir auf Social Media? Siehst du da Ich überhaupt noch glaube, irgendwelche Nachrichten? klar, also so DMs und so ist jetzt viel schwieriger geworden, auch Anfragen irgendwie da mal reinzugucken. Das ja, macht fast keinen Sinn. Ja, vor allem auch nach den beiden Spielen, so was dann ja, die Followeranzahl anging und so. Da hat natürlich Borussia auch ja, sehr mitgeholfen, dadurch, dass ich immer bei ihnen auch im Feed drin war. Das hat mir da schon einen richtigen Push gegeben und ja, ist jetzt halt auch nicht mehr das gleiche, wie es mal war, irgendwie vor ein paar Jahren. Da hast du Instagram genutzt, ja, um irgendwie mit Freunden so connected zu bleiben, und da auch mit Leuten zu schreiben. Aber mittlerweile benutze ich es gar nicht mehr irgendwie, um mit jemandem zu schreiben oder da connected zu bleiben, sondern es ist einfach eine Plattform, wo ich, glaube ich, den Fans irgendwie einen Einblick geben kann. Aber um jetzt irgendwie mit Freunden oder so, keine Ahnung, zu chatten, da muss man jetzt andere Medien nutzen. Kommen wir dann mal wieder zurück zum Sportlichen. Jetzt hast du natürlich aus deiner Sicht eine sehr erfolgreiche Saison jetzt erstmal hingelegt. Was sind denn aber deine restlichen Ziele für diese Saison, aber auch darüber hinaus? Auch wieder da zu sein, wenn ich sein muss. Und darüber hinaus ja, sind Ziele immer das, was viele reden wollen. Ich bin so ein Mensch, ich stecke mir die Ziele und arbeite einfach dafür gerne Tag für Tag. Und wenn ich sie dann irgendwann erreicht habe, dann weiß ich das für mich. Genau, aber anderen das erzählen, bin ich nicht so der Typ. Ich habe jetzt noch ein paar weitere Fragen vorbereitet, die sind ein bisschen mehr in der persönlichen Richtung, aber ich denke, es ist sicherlich für die Fans auch interessant, so ein bisschen mehr über dich an sich als Person zu erfahren. Wer war denn dein großes Vorbild als Kind? Fußball, aber möglicherweise auch nicht im Fußball. Also als ganz kleines Kind war es immer Oliver Kahn. Ich kann mich noch erinnern, bei der WM 2006 war ja so das erste Mal, dass ich so wirklich mit Fußball in Kontakt gekommen bin. Und da hat er ja nicht gespielt, außer das letzte Spiel, Platz 3. Und daran kann ich mich aber sehr, sehr gut noch erinnern. Da hat er mir ja ziemlich imponiert. Und danach habe ich wohl, so erzählt es mir mein Papa immer zu ihm, gesagt, ja, ich will jetzt unbedingt Fußball spielen, aber ich wollte auch dann nicht im Feld spielen, sondern ich wollte sofort Torwart sein. Genau. Aber so im weiteren Verlauf, gerade wo ich dann auch zu Gladbach gewechselt bin und so, war es dann halt natürlich immer Ter Stegen, weil er auch einfach ein junger Torhüter war, der auch die ganzen Gladbach-Jugendmannschaften durchlaufen ist und dann den nächsten Schritt gemacht hat. Und deswegen war er dann auf der Hinsicht auch für mich Vorbild. Genau. Der beste Spieler, mit dem du bisher zusammengespielt hast. Frage wahrscheinlich Raphael. Okay, Also ja. muss ich sagen, er hat jetzt, glaube ich, vor 2 Jahren bei uns aufgehört.
Ja, es war schon brutal, was der für eine Qualität hatte im Training. Und auch so ein Standing allgemein in der Kabine, ohne irgendwie ein großer Lautsprecher zu sein. Aber vor ihm hatte einfach ja, jeder Respekt und auf dem Platz ja, war es einfach purer Genuss, ihm irgendwie dabei zuzusehen, wie er mit dem Ball umgeht. Einfach so eine gewisse Aura auf, aber auch neben dem Platz so. Alles Genau, klar, ja. ja. Wenn du jetzt eine Lieblingssportart nennen müsstest, Fußball ist keine Antwort. Basketball auf jeden Fall. Okay. Mein Freund spielt auch tatsächlich Basketball. Ich gucke viel NBA, vor allem wenn die Playoffs losgehen. Dann eigentlich fast immer so entweder Real Life oder die Highlights, weil Live ist natürlich immer schwer. Meistens fallen Gott sei Dank die Finals zumindest in den Urlaub. Da kann man die immer gucken, aber auf jeden Fall würde ich sagen, Basketball ist da so meine Favorite-Sportart nach Fußball. Dein Lieblings, Urlaubsort, Urlaubsziel? Das ist eine gute Frage. Also ich bin mit meinen Eltern ganz oft früher Österreich ins Zillertal gefahren. Ich muss sagen, das hat mir immer gut gefallen, weil da einfach diese Ruhe irgendwie ganz anders war und man sich wirklich immer erholen konnte. Ansonsten Lieblingsurlaubsziel habe ich gar nicht so richtig. Was ich sagen muss bisher, was mir sehr imponiert hat, war Palma als Stadt, weil einfach die Architektur da ja, sehr besonders war. Aber ich glaube, so richtig so mein Traumreiseziel, wo ich jetzt sagen würde, boah, da muss ich aber in 2, 3 Jahren irgendwie auf jeden Fall nochmal hinfahren oder am liebsten jedes Jahr, das habe ich noch nicht gefunden. Wo und wann warst du das erste Mal im Stadion? Ich habe da eine gewisse Vorahnung, aber darfst du gerne beantworten? Das war auf jeden Fall der Borussia Park. Wann genau, kann ich dir nicht sagen. Okay. Danach kamen auf jeden Fall unzählige Besuche noch dazu. War eigentlich schon auch in vielen Stadien in Deutschland. Also bin ganz gut rumgekommen, weil ich auch früher oft auswärts dann irgendwie da wo Gladbach gespielt hat, auswärts in den Stadien auch dabei war. Ja, aber Gladbach war natürlich das erste Stadion, wo ich war. Ist ja Klar. klar. Bisschen kompliziertere Frage, auch ein bisschen kreativ würde ich mal behaupten. Lieber ein Champions League-Titel mit Gladbach oder WM-Titel mit Deutschland? Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich muss sagen, mit einem WM-Titel macht man sich irgendwie immer unsterblich. Ich merke das gerade bei unserem Weltmeister, also in Christoph Kramer, spricht jeder mit Weltmeister an. Das ist halt einfach so. Da ich im Moment mit der Nationalmannschaft noch nicht so viel Kontakt hatte, sage ich mal, fühlt sich im Moment bestimmt ein Champions League-Titel mit Gladbach größer an. Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Ja, ich würde mich tatsächlich im Moment für den Champions League-Titel entscheiden, aber ich glaube, es könnte sich nochmal ändern, wenn man. Das Herz schlägt bis jetzt für den Verein. Okay. Jetzt hast du ja gerade eben auch schon Chris Kramer angesprochen, den WM-Helden in Gladbach. Da gab es neulich einen Reel, das von Borussia hochgeladen wurde, wo Chris Kramer so ein bisschen gegen die Musikrichtung geschossen hat, die in der Kabine läuft, vor allem den französischen Rap. Was läuft denn da meistens? Ist es viel französischer Es ist Rap? schon viel französischer Rap, weil die Jungs, die sind die immer dann zum. Ja, wir haben da so ein iPad in der Kabine, wo du dann rangehen kannst und die Musik quasi dann über die ganzen Lautsprecher in der Kabine laufen lassen kannst. Da ist vor allem ja Markus Thuram so, der immer hingeht und dann ist es halt meist französischer Rap. Ja, ich finde viele Lieder eigentlich auch ganz gut, aber das, was ja, glaube ich, auch Chris gesagt hat, irgendwie dieses Mal am Anfang mit dem Revolver in die Luft geschossen wird. Und dann ist das ziemlich monoton, ja. Ich glaube, das Schwierigste ist halt immer, dass du kein Wort verstehst dann irgendwie, Ja. wenn die da rappen, aber. Ja, ich bin auch ganz froh, wenn dann mal einer von ja, den deutschen Musikern macht, aber auch nicht von den Älteren, weil dann kommt meistens Schlager oder irgendwie sowas, sondern dann muss es schon einer sein, der irgendwie in meiner Altersregion ist, damit da was läuft, was mir auch gefällt. Was hörst du denn persönlich am liebsten? Boah, ich werde oft gefragt, was ich so am liebsten für Musik höre. Ich muss sagen, ich höre eigentlich irgendwie so alles, was mir gefällt. Also ich habe da jetzt nicht, dass ich sage, boah, ich höre jetzt nur deutschen Hip-Hop oder nur amerikanischen Hip-Hop oder nur Pop, sondern. Die meisten Songs, die mir gefallen, die höre ich auch, aber das meiste ist wahrscheinlich trotzdem deutscher Rap. Jetzt hast du vorhin auch schon Tyram und Co. angesprochen an der Musik. Wie ist es denn, die Kabine auch mit so großen Namen, auch mit einem Chris Kramer zu teilen? Ja, ist jeden Tag irgendwie ein Erlebnis so, ne? Also man freut sich jeden Tag auf die Kabine. Das ist so eine ganz besondere Stimmung, die da drin herrscht, die du auch so woanders nicht findest. Aber ja, mit so Typen zusammenarbeiten ist natürlich erstmal irgendwie ein Riesenprivileg, weil du ganz viel von ihnen lernen kannst, weil du einfach täglich mit ihnen sprechen kannst, um dir neuen Input zu holen, um aber auch einfach mal irgendwie einen lustigen Joke mit solchen Typen zu machen. Also ich glaube, Chris Kramer, das merkt man ja, der ist ja ein ganz angenehmer Typ, ganz lustig auch, aber genauso auch Markus Thuram oder andere. Aber bei uns in der Kabine geht es dann nicht irgendwie so um große Namen, sondern
da ist dann schon so, dass man versucht oder dass wir halt irgendwie alle ja eine Mannschaft sind und das spürt man auch bei uns in der Kabine. Da geht es jetzt nicht irgendwie um einzelne Namen oder sowas. Alles klar, das sind doch schöne Abschlussworte. Dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit Ja, gerne. und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wen ihr als nächstes sehen würdet und bis zum nächsten Mal.